Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch auf das 2. Sir? Waren Sie überhaupt drauf? War der drauf? Aber der sah nicht wirklich so aus. Ne? Könnte ein Mini-Flick gewesen sein. Sowas gelingt einem ja dann doch ab und an mal. Aber da muss man aufpassen. Augen auf im Straßenverkehr. Ja. Wir? Ich wollte eben schon einen anderen Fall aufnehmen, aber nur Spinbotter. Also in einem Match alles voll mit Spinbottern. Und ich war überrascht, dass die halt nicht endlich mal rausgefiltert werden. Ständig hat man sie. Das muss doch irgendwie einfach zu erkennen sein, so ein Spinbot-Kackvogel, oder? Naja, wir beobachten jetzt immer ganz genau. Er chillt jetzt hier Richtung Mitte und schaut auf Short. Okay. Ist ja sicher eine normale Pose, die man da spielt. Wir können, also wie man auch sieht, ich benutze mal das jetzt zum Zeigen. Die Jungs stehen auch ziemlich verteilt, ne? 2A, einer Mitte, einer B und der auf Long, da waren eben zwei gestanden, ist durchgerannt. Es scheint also dann doch vielleicht ein Spiel zu sein, das in einer gewissen Elo stattfindet. Ja, da wird nicht einfach dumm rumgerannt, sondern es wird schon mal eine gewisse Aufstellung eingehalten. Das haben wir ja in den Overwatches ganz oft, dass es eben nicht so ist, dass alle irgendwo hinrennen und um sich schießen und sowas. Ja, müssen wir mal gucken. Also, er bleibt echt standhaft auf. Ah, die Bombe ist auch down, aber mit. Und B kommt jetzt gleich einer. Er hört ihn, man hört ihn. Er ist tot. Was war das für ein Schild? Alter, er ist absolut taub. Und der Gegner hat überhaupt kein Aim. Was? Und er hat ihn wieder weggehustet, einfach so. Das hat man gar nicht richtig gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein Demo-Fehler war. Ne? Es gibt auch solche Demo-Fehler, die eben genau sowas hervorrufen. Uff. Ihr wisst ja, wenn ich ab und an mit der AWP on Fleek bin, on Fire bin, dann gelingen einem solche schönen Wischungen. Man erkennt den Schuss fast gar nicht. Aber ja, Okay. Wollte gerade sagen, er ist sich ziemlich sicher, dass er jetzt doch nicht von Mitte kommt. Wobei man natürlich auf einer höheren Elo sowas erwarten könnte, auf einer höheren Elo sowas erwarten könnte, wie, oh ja, der Mitte, ne, schmeißt die AK da weg, will mich ablenken, wahrscheinlich kommt gleich hinter mir oder irgendwie so, aber die gehen eh Richtung A, sind schon drauf. Alle drei. Also jetzt müssen wir mal ganz genau gucken, was er mit seinem Fadenkreuz macht und wie er da am Aim ist. Das ist direkt einer bei Goose hinten. Onspot wird geplantet und... Ich will deine Wischung sehen. Das sieht eigentlich normal aus. Das sieht sehr normal aus, dieser Schuss. Ne? Also so sehen meine Schüsse auch aus. Wow, haben wir den durchgespult? Ist er gelieft oder was? Eben wurde eine Runde komplett durchgespult. War er vielleicht kurz gelieft? Ist er. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube, er ist eben kurz gelieft, ne? Ach, scheiße, jetzt habe ich es nicht gesehen. Weil eben durchgespult wurde. Oder war das noch die Runde? Nee. Aha, Sir. Ein kleiner Bunnyhop mit zwei... Ah, ziemlich geradeaus, ziemlich straight seine Bunnyhops. Okay. Ja, ich würde sagen, da ist möglicherweise other external assistance am Start. Vor allem ist er sich auch sehr, sehr sicher, dass da jetzt die ganze Zeit keiner war. Also wie er durchgehoppelt ist, ne? Links und rechts hätte ja jemand stehen können. Er ist auf einmal sehr zielstrebig und geht richtig aktiv ran. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Also da würde ich schon diverse Dinge vermuten. Er geht kurz aus dem Spiel raus und auf einmal, habt ihr das eben gesehen, wie er auch gezuckt. Ja, okay. Vogel, verschissener. Ja, am Anfang, was würdet ihr sagen? Nichts an. Die ersten zwei, drei Runden, die wir gesehen haben. Dann ist er kurz weg vom Server. Und auf einmal ist er der König. Oh, also eben dieses... wie er richtig anlockt. Ach, so ein Vogel. Ich dachte kurz, der ist Mr. Queen. Aber jetzt ist halt doch Mr. Kacknase, ne? Der cheatende Baron. Cheatet, also er hat diverse Dinge jetzt an. So gut wie alles eigentlich, ne? Oder? Drücktechnisch könnte man ihm wahrscheinlich fast alles drücken. Es ist der Gott. Unter den Cheatern. Vor allem dieses unauffällige. Ich gehe mal kurz vom Server. Dann bin ich gleich wieder da. Flap Headshots. Die ganze Zeit. Richtiger Pisser, ey. Macht jemand von den Gegnern auch irgendwas ähnliches? Wie sehen die Stats aus? Suspect 17-3. Der erste von den Gegnern 5-9. Achso, da sind schon Bots am Start. Ja, da ist auf jeden Fall. Alter Falter. Und dieses Gehopse jedes Mal.
Oh. Das ist dreist. Das ist richtig dreist. Also alles, also wenn man Spinbot jetzt wegnimmt, ist das hier die dreisteste Runde, die wir jemals hatten? Kann das sein? Ich glaube schon. Da ist ja wirklich alles am Start. Jetzt nicht einer, der halt dann nur Vision oder nur Aim auf einmal hinzuschaltet oder so, sondern jemand, der am Anfang scheinbar eher nichts hatte und dann auf einmal einfach die ganze Palette anmacht. Es fehlen nur noch Teamkills. Und dann ist er wirklich am Abdrehen. Fast. Das muss so bitter sein, oder? Das ist doch so dumm. Ich meine, man sagt ja immer so aus Scherz, wenn ein Gegner geht oder wenn der eigene Mate kurz rejoint, sagt man, ja, da macht die Hex an. So, im Spaß. Aber er hat das leider wirklich gemacht. Boah, durch die Wand. Ach du Scheiße. Stell dir vor, du kommst da runter die Treppe. Pupp und frisst. Also der andere geht auf A, Bombe ist auf B. Sie sind am Jagen. Er ist am Jagen. Und wenn er jetzt ausmacht, dann lache ich aber laut, mein Freund. Dann lache ich sehr laut. Auf, jetzt nicht rumstehen. Pass mal auf, gleich fängt er an zu laufen und kann auf einmal gar keine Bunny-Hops mehr. Hä? Okay, streich das. Das ist ein Pisser, oder? Solche Leute gehören doch einfach an. Ich weiß auch nicht, für eine gewisse Zeit irgendwie... Ich will es gar nicht aussprechen, das ist vielleicht etwas zu krass. Das lasse ich lieber weg. Auf, hopp, mach die Runde jetzt fertig. Ich will dir jetzt was drücken, du Pisser. Durch die Kiste und durch die Tür. Das ist so behindert, ey. Auf, hopp, zack, es langt mir jetzt. Gut. Huh, Wahnsinn. Der hat ziemlich viel Mann gehabt. Ihr könnt natürlich schreiben, wenn ihr wollt. Oh, haben sie da einen Schatten drumherum gemacht? Oh, ist das schon immer, dieser Schatten hier? Um das Feld? Weiß ich nicht. Ja, also ich werde ihm einiges drücken. Könnt ihr auch trotzdem gerne schreiben, was ihr ihm drücken würdet. Und dann machen wir hier wieder Tuck und sehen uns dann im Livestream jetzt gleich. 18 Uhr geht's wieder los. Haut rein und bis dahin. Ciao, ciao. Danke für alles. Muah!